Ibn al-Khaldun, ein sehr wichtiger Gelehrter aus Andalusien, gestorben 808 nach der Hijra, sagt in seinem Werk Al-Muqaddimah, ich habe jetzt zweimal darüber berichtet, er sagt, darüber hinaus stellt es die Aufstellung des Imams eine religiöse Pflicht dar, deren Verpflichtung Charakter man aus dem Konsens der Gefährten des Propheten und deren Begleitern, das heißt die Tabi'un, erkennt. Denn die Gefährten des gesamten Allahs alaihi salam beeilten sich, Abu Bakr radiallahu anh den Treuheit zu leisten und ihm die Entscheidung in ihren Angelegenheiten zu übertragen. Ebenso geschah es in allen anderen späteren Epochen. Zu keiner Zeit wurden die Menschen dem Chaos überlassen. Dies wurde durch den Konsens besiegelt, der die Pflicht der Aufstellung eines Imams belegt. Das ist ähnlich, wie ich das vorhin gesagt habe.